So, willkommen zu einem neuen Video, und zwar zur Woche 1 Zusammenfassung von meinem Projekt Schwarzbachtal. Ich habe ein paar Bilder und Ingame-Aufnahmen. Gucke ich, dass es bis zum nächsten Mal da auch welche gibt. Ja, ich habe mich in Woche 1 rangesetzt und habe gedacht, neues Projekt, also meine neue Map im WRS. Aktuell seht ihr meine zweite Bahn, die ich als zweites gebaut habe, ist ein Girak 2CLF. Aber nicht komplett Girak, sondern dieser Lift besitzt eine Depretis, Tal- und Bergstation. Also, ja, zum Design und so. Ich habe die Stützen und Fahrbetriebsmittel einfach nur ausgetauscht. So. Willkommen zu meiner ersten Bahn, die ich gebaut habe auf dieser Map. Die ist ziemlich steil. Zwischendrin an den steilen Stellen hat sie ein paar Fachwerkstützen. Und mehr gibt es zur Bahn eigentlich nicht zu sagen. Zu dieser. So, willkommen zur aufwendigsten Bahn auf meiner Map. Ist die Kombibahn. Sie besteht aus Gondel, Sessel, Gondel, Sessel. Eigenes Stationsgebäude. Ich warte das. Dieses Stationsgebäude noch ein wenig anpassen und verändern. Heißt, dieses Stationsgebäude ist wahrscheinlich noch nicht final. Da muss ich mal gucken. Im Hintergrund seht ihr auch in der Ecke den Girak. Ja, Bergstation habe ich noch nicht angefangen. Da wird es dann auch bald rankommen. Die wird es aber dann in der nächsten Wochenzusammenfassung geben. Und der Girak ist nicht der, den wir vorher gesehen haben, sondern den, den wir hier sehen. Im Hintergrund auch noch die Kombibahn mit Stationsgebäude. Dieser Lift ist eigentlich ganz einfach. Einfach reiner Girak 2CLF. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich den Bretes-Sessel hinhänge, aber habe ich mich dann dagegen entschieden. So, ebenfalls gebaut habe ich ein Wald, könnte man es nennen. Ja, allgemein unten alles mit Bäumen beschückt. Nicht das ganze, noch nicht das ganze Tal durch. Aber fast, das mache ich dann, wenn dann da auch Seilbahnen stehen. So, oben sehen wir den Girak von den ersten zwei Bildern und eine Bahn, die es auf keinem Bild hat, dafür auf diesem Bild. Ich habe an jede Anlage einen LED-Balken und fast jede Anlage mit Schildern ausgestattet. LED-Balken haben nur die Sesselanlagen. Abgesehen von der Kombibahn. Und das war's auch schon mit Woche 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, wer bei meinem Hüfflertal Let's Play mitspielen möchte, schreibt mir gerne über Discord. Und dann würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video wieder und